Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Daily Extreme Challenge hier bei Rayman Legends und es geht ins Land der wandelnden Seelen und wir müssen ganze 868,90 Meter schaffen, was allerdings schon eine gewisse Herausforderung ist, weil es gibt zwei so kleine Knackpunkte, die wir einfach schaffen müssen, damit das heute einfach schön klappt und wir zumindest mal Gold erreichen können. Die 868er Marke ist auch so ein gewisser Knackpunkt, den viele heute wahrscheinlich nicht schaffen werden. Aber schauen wir uns das Ganze einfach hier mal an. Am Anfang bekommen wir wieder hier so ein bisschen Rankenspiele. Klar, es ist natürlich eine Extreme Challenge, das heißt, wir haben gleich einen gewissen kleine Sprünge, hier großer Sprung. Wir haben eine kleine Grundschwierigkeit, aber es sollte also so bis auf die zwei Problemchen, die wir bekommen werden, so kein großartiges Problem sein. Allerdings empfehle ich es heute wirklich nur für Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben. So, hier auch nochmal kleiner Sprung, runterfallen lassen mit Schlag. Und schon kommt hier dieses Spiel, das wir auch schon seit längerem kennen, hier einfach mit Propeller rüber. Und schon ist das Ganze eigentlich kein Problem. Hier auch wieder großer Sprung. Aufpassen, dass wir nicht zu viel Geschwindigkeit drauf haben. Und ja, dann sind wir auch schon hier beim nächsten Teil. Sind kurz bei der 700 Meter Marke. Und jetzt sollten wir dann langsam ein bisschen aufpassen. Weil jetzt wird die Schwierigkeit deutlich anzeigen. Hier auch nochmal runterfallen lassen. Schlag. Und jetzt Achtung. Hier der Sprung nach unten. Und wenn wir diesen Sprung hier falsch schaffen, dann wird es uns zum ersten Mal vorspulen. Und genau das ist heute eigentlich auch die Goldgrenze. Und wenn wir das geschafft haben, geht es gleich weiter. Das heißt, die Geschwindigkeit wird angehalten. Und hier kommen wieder die Stelzenspielchen. Da wird es auch einige verspulen. Und natürlich das hier wird die meisten halt eben mitnehmen. So, jetzt hier nochmal rüberspringen. Stelzenspielchen, nochmal das gleiche. Und wir sind bei der 1200 Meter Marke. Gott sei Dank waren hier Aufwinde, sonst hätte es mich hier garantiert verspult. Aber wir machen hier entsprechend weiter. Und ja, hier schlägt es mich dafür, weil ich halt dann eben ein bisschen aufgeregt war und mich nicht mehr so genau konzentriert habe. Aber naja, 1200 Meter, ich denke, das werden viele heute nicht schaffen. Aber schauen wir mal in die Statistik. Rang 18 von 343, also unter den besten 5,1%. Das ist eigentlich okay, das können wir es heute so lassen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, beziehungsweise speziell dir. Und ja, dann sehen wir uns morgen zur nächsten Challenge. Beziehungsweise ich werde nochmal ein bisschen Weekly Challenge machen. Bis dann!